Dankeschön. Ja, hallo, vielen Dank nochmal für die Einladung und wir fangen einfach an, weil die Zeit rennt uns davon. zunächst ganz kurz zu der Universität Frankfurt. Wie Sie wissen, die ist eine der größten mit 48.000 Studierenden, mit 170 Studiengängen. Und das Studienservice Center ist eine zentrale Einrichtung, die die Studierenden praktisch im Ganzen, also Student Life Circle, also unterstützt. Das heißt, von der Einschreibung bis zur Exmatrikulation. Bei dem Studienservice Center interessant sind für uns jetzt die zwei Abteilungen, und zwar zentrale Studienberatung und Studierendensekretariat. Wir arbeiten bei der zentralen Studienberatung und hier sehen Sie im Prinzip die Aufgaben, die ich schon erwähnt habe. Also, jetzt geht es um die Zielgruppen. Ja, die Zielgruppen sind bei uns relativ divers. Wir haben natürlich vor allem die Studieninteressierten im Blick. Das sind natürlich vor allem die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Studiengangswechsler und Studienortswechsler vor allem. Da ist die Gruppe auch sehr, sehr heterogen, von Leuten mit Fachabi über ganz normale Abiturienten, Leute, die auf dem zweiten Bildungsweg ihren Abschluss gemacht haben, Leute, die einen Meister gemacht haben, also das ist wirklich alles dabei, aber auch natürlich Studierende von anderen Universitäten, die zu uns kommen möchten, aber auch aus den eigenen Reihen, die vielleicht den Studiengang wechseln möchten, die irgendwie bei irgendwas Hilfe, Unterstützung brauchen, also da ist das wirklich eine sehr heterogene, sehr, sehr große Gruppe. Und natürlich auch nicht zu vergessen, internationale Studierende, die entweder wirklich bei uns ein komplettes Studium absolvieren oder aber auch einfach als Gaststudenten bei uns sind. So, und also um diese alle Zielgruppen zu erreichen, brauchen wir natürlich verschiedene Medien. Wir haben viele Medien zur Auswahl, zunächst mal die Printmedien. Das sind verschiedene Broschüren, Flyer zu jedem Studiengang. Und dann haben wir die Online-Medien. Wir haben ungefähr 3000 Webseiten zu allen möglichen Themen. Und dann haben wir seit dem 4.9.2017, also vor ein paar Monaten, haben wir angefangen mit Social Media bei Facebook, Instagram und Twitter. Natürlich gibt es die offizielle Präsenz der Universität Frankfurt, die wird von der Abteilung PR und Marketing geführt. Die ist sehr, sehr groß angelegt und hat, wie Sie sehen, sehr große Besucherzahlen und Followerzahlen, und wir kommunizieren zusammen, und das ist praktisch unsere sehr wertgeschätzten Kollegen. Jetzt gehen wir aber zu unserem Auftritt. Wir haben uns überlegt, an einem wunderschönen Donnerstag bzw. Freitag im August im Rahmen meines Projektes der Online-Beratung, das ich jetzt betreue, wir brauchen ganz dringend Social Media, weil die Zielgruppe ist einfach inzwischen so in diesen ganzen Medien unterwegs. Die benutzen einfach vor allem auch ihre Handys, und deswegen, da wir die Zielgruppe einfach gut kennen, wir haben beide in Frankfurt studiert, wir haben beide schon sehr, sehr lange auch als studentische Hilfskräfte gearbeitet, also wir wissen einfach, was wollen die Leute? Ich habe auch eine ganze Weile unser Callcenter und unseren Studienservice-Point betreut als Chefin und habe auch selber dort gearbeitet. Also ich weiß, was die Studenten alles gerne hätten, was sie für Fragen haben, was immer wieder kommt. Wir haben ja eben so einen gewissen Cycle, der sich immer wieder wiederholt. Bewerbung, Einschreibung, alles, was so im Semester läuft. Und daher können wir einfach wunderbar auch natürlich jetzt auch in unserer Arbeit mit Schulbesuchen, Messebesuchen, und auch was wir so veranstalten von der zentralen Studienberatung, einfach da aus den Vollen schöpfen und sind natürlich aber da auch natürlich sehr speziell sozusagen in unserem Angebot. Ja, genau. Also wir sehen, im Prinzip gibt es einen starken Unterschied zu der Zielgruppe, weil wir sie am besten kennen. Also ja. So, ja. Genau. Ja, aber was kriegen wir da eigentlich davon? Also wir versuchen natürlich durch eine gute Orientierung der Schülerinnen und Schüler natürlich auch einen Gewinn zu haben, nämlich dass wir gut informierte Studienbewerber haben, die auch gerne zu uns kommen, die auf uns aufmerksam geworden sind, vielleicht auch auf Studiengänge, die sie vorher nicht so im Blick hatten. Und das heißt, es ist erstmal ein ideelles Investment natürlich, aber indirekt ist es natürlich auch ein finanzielles Investment, weil natürlich je mehr Studierende wir haben, wenn wir unsere Studienplätze voll kriegen, können wir natürlich auch unser Arbeitgeber uns natürlich unsere Gehälter bezahlen. Also das ist auch ganz nett. Von daher, und wir haben natürlich aber auch einfach einen zufriedenen Kunden in dem Moment, also zufriedene Studierende, gut informiert, weniger Studienabbrüche
und natürlich auch hoffentlich eine Entlastung durch, für unser Callcenter und unseren E-Mail-Dienst. Wir hatten bis letztes Jahr ungefähr zwischen 70.000 und 100.000 Anrufe im Jahr. Von daher, Sie können sich das vorstellen. So, das ist natürlich jetzt auch interessant zu sehen, wie unsere Arbeit sich am Ende auswirkt. Und das, da besteht tatsächlich keine direkte Feststellbarkeit, weil wir können das nicht richtig evaluieren. Und das Ziel aber von uns ist nicht, die Followerzahlen zu erhöhen, sondern die Leute zu orientieren und zu informieren. Also die Aufgaben sind orientieren, informieren, hinweisen, imponieren im guten Sinne, überraschen und interagieren. Und da nehmen wir die gezielte Nutzung der Vorteile verschiedener sozialen Medienkanäle. Genau. Genau, also wir haben natürlich vor allem natürlich unseren Facebook-Auftritt. Man sieht jetzt hier, das ist ein relativ aktuell, die Seite momentan. Wir haben 166 Beiträge bis jetzt, 133 Original-Content, der auch wirklich nur von uns beiden gemacht wird. Also wir sind da wirklich Vater und Mutter sozusagen aus, von allen. Ja, die Followerzahlen sind eigentlich für uns ganz zufriedenstellend bisher. Die Themenfelder sind eben die allgemeinen Informationen, Veranstaltungshinweise, Themenwochen haben wir auch schon gemacht, Specials, jetzt zum Beispiel ein Adventskalender, aber auch Rubriken wie eben den Tag des und natürlich auch unsere Gretchenfrage. Dazu haben wir natürlich Instagram-Account, wo die Zielsetzung im Prinzip visuelle und emotionale Zielgruppenbindung ist. Wir möchten ja auch die Universität Frankfurt für die Studierenden schmackhaft machen. Und genau. Also bei Twitter, die Zielgruppe wird praktisch informiert über die Kurzhinweise, über die allgemeine Informationen bzw. über größere Texte, die bei Facebook veröffentlicht werden. So, dazu haben wir natürlich ein Newsroom, das finden Sie unter dieser URL, wo es einen Live-Ticker gibt, es gibt da Adventskalender und ist noch ziemlich viel geplant. Das ist, wie gesagt, nur in der Anfangsphase. Ja, die Aufgabe nochmal zur Erinnerung und jetzt möchten wir ein paar Beispiele zeigen. Genau, zum Orientieren haben wir jetzt zum Beispiel mal Schule ausgenommen. Das ist ein Format, das wir machen mit Leuten, die einfach noch nicht so genau wissen, was sie eigentlich studieren sollen, aber auch dann, wenn die Uni zum Beispiel angefangen hat, weisen wir auf die Orientierungsveranstaltung hin. Also was mache ich hier eigentlich an der Uni, wo muss ich hin und so weiter. Dann haben wir natürlich auch noch informieren. Das heißt, wir geben einfach nochmal ein paar Feedback, also vor dem Studium schon zum Beispiel sowas wie Studiengangsvorstellungen. Hier haben wir zum Beispiel die Germanistik. Aber auch, wenn dann die Leute schon im Studium sind, welche Veranstaltungen gibt es, gerade auch aus unserem Bereich, aus dem Studienservice Center, aber auch aus anderen Bereichen. So, da gibt es natürlich die Hinweise zum größten Teil in eigener Sache, zum Beispiel über verschiedene Raumänderungen oder Terminänderungen, Öffnungszeitänderungen bzw. Jobangebotanfragen für die Hiwi-Stellen. Das nutzen wir dazu, also Twitter vor allem. Und natürlich das Imponieren. Das Imponieren ist natürlich immer auch eine ganz wichtige Sache. Ja, wir sind natürlich sehr visuell, wir Menschen, und deswegen immer schöne Fotos natürlich, die wirklich auch die meisten von Fladi selber gemacht. Immer auch ein bisschen passend versuchen wir jedenfalls. Hier sieht man nochmal ein schönes Bild von unserem Campus mit dem bisschen Schnee, was gefallen war. Aber wir haben auch zum Beispiel, was ganz gut bei uns läuft, sind die Redaktions-, wenn wir Redaktionssitzungen machen, wir zwei, dann haben wir meistens irgendwie immer eine ganz nette Idee und dann wird das natürlich immer sofort gepostet. Also einfach mal ein bisschen zu zeigen, okay, hinter dieser ganz großen Uni stecken auch wirklich Menschen und wir versuchen halt auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern das immer rüberzubringen. Ja, dann gibt es noch einen Punkt, also überraschen. Wir schauen über den Tellerrand hinaus und zum Beispiel haben wir zu dem Tag, Fibonacci-Tag, so eine Komposition gestellt. Beziehungsweise zum Beispiel, es gibt verschiedene Jahrestage, wie zum Beispiel Welt als Heimattag und da haben wir einen Bezug, einen direkten Bezug zur Uni Frankfurt, weil am Campus Westend früher an diesem Ort die Klinik stand, wo diese Krankheit das erste Mal dokumentiert wurde. Und natürlich also interagieren, da haben wir zum Beispiel im Laufe des Adventskalenders solche Suchrätsel gestellt und da haben die Teilnehmer sehr, sehr gut darauf reagiert. Ich möchte Sie auch bedanken. Also, mich bedanken. So, die Rubriken.
Ja, genau. Also wie schon erwähnt, wir haben verschiedene Tage. Es gibt UNESCO-Welttage, es gibt internationale Tage, es gibt auch kuriose Tage wie der Tag des Rückwärtssprechens und solche Geschichten. Wir schauen daran, wir suchen nach solchen Tagen, die einerseits interessant sind, aber auch einen Bezug zur Uni Frankfurt haben. Das heißt, dann kriege ich eine Frage. Genau, also sowas wie Themenwochen. Wir hatten eben zum Beispiel jetzt schon eine Stiftungswoche in Zusammenarbeit mit unserem Ressort für alles, was irgendwie Deutschlandstipendium und so weiter angeht. Wir machen jetzt ein Special demnächst zu unserer Goethe-Karte, also zur Studienkarte für die Studis. Was kann man eigentlich alles damit machen? Fladdy war auf der Buchmesse unterwegs, da hatten wir noch ein Special dazu. Und dann natürlich auch noch eben unsere angesprochene Gretchenfrage. Wir sind halt die Goethe-Uni und dachten, naja, wir brauchen eine Rubrik, wo vielleicht so Fragen, die ständig gestellt werden, dass man die mal beantworten kann. Und da haben wir uns unser Gretchen ausgedacht die beantwortet jetzt irgendwie jede Woche irgendwie die Presse, also die Fragen sozusagen, was ist gerade aktuell, weiß ich nicht, wie bewerbe ich mich, wo finde ich, was ist eigentlich, also das ist immer eine ganz gute Rubrik. Ja, dann gibt es auch noch natürlich Specials, wie schon erwähnt, Adventskalender und auch Blick hinter den Kulissen und auch Interaktion mit anderen Medienvertretern, wie zum Beispiel mit Museen, wo viele Vertreter hier sitzen. Und ja, das ist ganz spannend, weil da gibt es einen Bezug zwischen der Uni Frankfurt, zwischen Stadt Frankfurt und zwischen der Medienwelt. Das ist der erste Praxisbezug. Genau, unser erstes Praxisbeispiel ist auch klar direkt eine Gretchenfrage. Wir sind momentan in der Rückmeldephase für die Studierenden fürs Sommersemester und es ist jedes Mal erstaunlich, auch die höheren Semester wissen immer noch nicht, wie sie ihren Studentenbeitrag bezahlen sollen und müssen immer wieder daran erinnert werden. Das sieht dann bei uns diesmal so aus. Genau, da haben wir einfach nochmal eine Übersicht, aus was setzt sich eigentlich der Beitrag zusammen, wo muss ich das hin überweisen, wie funktioniert das eigentlich und wie gesagt, auch Leute im siebten Semester wissen es immer noch nicht. Dabei bleibt es aber noch nicht natürlich, weil zum Beispiel dann kommt die Frage, was ist meine Matrikelnummer? Die kam auch bei uns vor und dann natürlich haben wir überlegt, das ist die Gretchenfrage. Von daher, die Gretchen hat erklärt, wo man eigentlich die Matrikelnummer finden kann. Genau. So. Also genau, ich öffne die Prinzipien. Genau. Also wir versuchen halt, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, das so sympathisch und empathisch wie möglich eben zu machen, Verständnis zu schaffen, uns aber auch nicht anzubiedern. Wir duzen zwar die Leute auf den Kanälen, aber wenn sie bei uns dann persönlich zum Beispiel kommen zur Sprechstunde oder so, dann werden sie natürlich auch weiterhin gesiezt. Wir versuchen immer auf Deutsch und auf Englisch zu posten, um eben auch unsere internationalen Studenten mit an Bord zu nehmen und versuchen jeden Tag zu posten, außer am Wochenende. Denn das ist einfach von unseren Verträgen her nicht möglich. Versuchen aber auch einiges vorzubereiten, wenn irgendwas sein sollte. Und wir versuchen auch eben möglichst viele Akteure der Universität zu involvieren, wo die Themen einfach für unsere Zielgruppen interessant sind. Ja, also visuell versuchen wir, und das ziehen wir auch durch, wir nutzen keine Stockbilder, wir machen alles selbst. Also Videos, Texte, Fotos, 360-Grad-Panoramas machen wir alles selbst. Natürlich sind wir nicht Barbara Krem zum Beispiel, aber wir versuchen unser Bestes. Und wir suchen nach ungewöhnlichen Eyecatcher, damit es auch ganz spannend ist für die Schüler und Studieninteressierte. Diese Kanäle distribuieren wir via Karten und Links in Printmedien und so weiter. Ja. Und wir bleiben natürlich auch motiviert. Wir haben schon super Feedback bekommen von den Leuten, die uns halt auch angeschrieben haben, aber auch wirklich von Lehrern, von Leuten aus der Uni. Und deswegen, wir hoffen, dass unser Weg erstmal so weitergeht. Ja, also ich hoffe, wir konnten euch inspirieren. Wir sind auf jeden Fall selbst inspiriert durch die Vorträge, die hier schon waren und wir freuen uns auf rege Teilnahme. Falls ihr Interesse habt, Ideen habt, schreibt uns an und wir vernetzen uns alle. Vielen Dank. Dankeschön. Genau. Ja, ganz herzlichen Dank, Michaela und Wladimir. Sehr schöner, interessanter Vortrag. Und ja, die übliche Frage, hat jemand Fragen? Oh, gleich in der ersten Reihe. Ja, danke schön ihr beiden. Ich fand das einen sehr inspirierenden Vortrag. Danke. Ich habe an der Stelle etwas transpiriert, als ich die verschiedenen Namensgebungen eurer Accounts gesehen habe. Gibt es da eine Guideline von der Uni? Müsst ihr das machen? Die Namensgebung in Bezug auf GIS, die SSC... GOSC, ich habe schon wieder vergessen. GOSC Live, ja. Nein, wir mussten es nicht machen.
Wir versuchen es auch gerade auf Studierende in Frankfurt umzustellen. Also die Headline ist eigentlich Studierende in Frankfurt, aber das war halt einfach der, ja. Es war halt, wie gesagt, wir haben das innerhalb von 2 Tagen auf die Beine gestellt, das Projekt, haben einen Redaktionsplan geschrieben, haben es nach 3 Wochen online gestellt, von daher, ja, deswegen. Ja, kurz darauf reagierend, also als jemand, der lange Zeit an der Uni Frankfurt verbracht hat, kann ich sagen, das entspricht einfach der User Experience, an die man da anknüpft. Also viele Abkürzungen gehören zum Alltag. Nee, aber meine Frage, die ich hätte, war, gab es eigentlich außer einer administrativen Überlegung heraus wirklich einen sinnvollen Grund, nochmal komplett Studieninteressierte über einen eigenen Kanal anzusprechen? Weil ich meine, wenn ich 75.000 Follower habe auf Facebook und eine Seite, die ja im Prinzip nach außen schon genau das macht, nämlich die Uni repräsentieren und verkaufen, dann nochmal einen komplett eigenen Kanal aufzuziehen, ist ja erstmal kontraintuitiv. Ich verstehe es aus so einer Uni-Verwaltungslogik, das sind 2 völlig verschiedene Abteilungen, aber aus einer Social-Media-Sicht ist es eigentlich von außen betrachtet erstmal etwas wirr. Ja, kann ich verstehen. Wir haben auch das schon öfter gehört. Es ist eben aus meinem Projekt einfach mal der Online-Beratung entstanden. Ich war auf verschiedenen Tagungen, Kongressen, Barcamps. Und man muss halt einfach sagen, dass die Hauptseite vor allem eben nicht die Studieninteressierten und die Studierenden anspricht. Das sind vor allem die Alumni, die Bürger und so, was ja auch gut ist, aber die ganzen Studienthemen fallen halt komplett unter den Tisch meistens und wir können uns halt auch als drittgrößte Uni Deutschlands nicht mehr leisten, auf unseren Lorbeeren auszuruhen, sondern wir müssen ganz, ganz aktiv auf die Studieninteressierten zugehen, weil ja, die Zahlen schwinden, wir haben echt Probleme teilweise unsere Studiengänge auch vollzukriegen. Und deswegen müssen wir da wirklich ganz aktiv einfach auch in Zusammenarbeit mit solchen Projekten wie Partnerschulen und so weiter einfach wirklich das selber machen und versuchen eben auch deswegen ganz konkret vor allem da die Themen zu setzen. Ja, dann vielen Dank, Michaela. Danke. Vielen Dank, Wladimir. Danke. War ein ganz toller Vortrag. Dankeschön. Ja.